Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema: Die Diktatur nimmt alles, rette dein Geld. Viele von euch haben mich angesprochen und angeschrieben immer wieder zum Thema Finanzen, zum Thema Geld. Was soll ich mit meinem Geld machen? Ich habe dazu schon diverse Videos gemacht zu Einzelaspekten, die im Zuge dieses Videos auch hier oben dann eingeblendet werden. Aber heute mache ich mal ein zusammenfassendes Video, weil es, glaube ich, an der Zeit ist, auf diese vielen Fragen einzugehen. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, dies ist keine Finanzberatung, dies ist keine Investmentberatung. Du entscheidest ganz alleine, was du machst. Das, was ich hier äußere, ist meine persönliche Meinung, wie man halbwegs vernünftig durch diese nicht ganz normalen Zeiten kommen wird und kommen kann. Doch zuvor bitte guck auch mal auf Grenzenlos Leben auf Telegram. Dort sind ganz andere Videos, ganz andere Inhalte noch, die hier niemals erscheinen können und erscheinen dürfen. Abonnier bitte den Newsletter, da gibt es dann zusätzliche Informationen. Und damit dieser Kanal auf YouTube noch bekannter wird und weiter wächst, spendier ihm, wenn du es noch nicht getan hast, bitte ein Abo. Ja, wie kannst du dich davor schützen, dass die entstandene Diktatur dir nun auch noch dein Geld, dein Vermögen, deine Werte wegnimmt? Es ist kein Zufall, dass an diesem Wochenende in Deutschland rauf und runter berichtet wird, dass die Geldautomaten gar nicht mehr gebraucht werden, dass die Geldautomatennutzung um 75% zurückgegangen ist, dass Bargeld in dieser schlimmen Pandemie so gefährlich ist und dass sich Gott sei Dank das bargeldlose Zahlen so durchsetzt, dass Geldautomaten mittlerweile von den Betreibern abgebaut werden. Ach, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Wie komisch ist das denn? Ich verstehe das natürlich, dass dieses hochgefährliche, wirklich lebensbedrohliche kleine Teilchen, was sich überall anhaften kann, auf Bargeld viel lieber haftet als auf einer EC-Karte oder einer Kreditkarte. Das ist logisch. Das verstehe ich, weil die wissen ja auch, die kleinen süßen Viecher, dass Bargeld mehr wert ist als das blöde Plastik. Und insofern sind das schlaue Teilchen. Und deswegen gehen die nur auf Bargeld und nicht auf Plastik. Also haben wir das mal geklärt. Dann wird mittlerweile auch fleißig mitgeteilt, dass die Deutschen 1,73 Billionen, das sind 1730 Milliarden Kohle auf der Bank liegen haben. Das ist schon eine Form von Behinderung. Denn es muss einem klar sein, dass diese 1,73 Billionen an einem Tag X, der meines Erachtens nicht allzu fern ist, zu irgendwas anderem werden. Und ich behaupte und glaube gar nicht mal, dass diese ganz sichere, massive Abwertung, dass dieser ganz sichere, massive Diebstahl von den Menschen mit jetzt einfach dem Wegstreichen einer Null passieren wird, dass dann aus 1,73 Billionen 173 Milliarden würden. Das kann man nicht ausschließen. Wäre das halt so. Dafür kann man die Computer umrüsten. Und dann ist deine Kohle nur noch 10% wert. So what? Ist ja für alle gleich. Ist ja gerecht. Ist ja sozial. Ich glaube eher, dass das Ganze unter irgendeinem Narrativ der Nachhaltigkeit passieren wird. Dass diejenigen, die, was weiß ich, eine dieser super wertvollen Windmühlen oder die irgendwelche super wertvolle Solarfelder, die in Deutschland eh kaum Strom erzeugen, haben, dass die bevorzugt werden, dass Leute, die irgendeines dieser supergeilen Elektroautos fahren, bevorzugt werden und dass die anderen benachteiligt werden. Es wird ein Narrativ der Nachhaltigkeit meines Erachtens kommen und geben. Es wird vermutlich ein Narrativ geben, was letztendlich dafür sorgen wird, dass das, was passiert, auch gerecht erscheinen wird.
Denn man muss ja die Pandemie bekämpfen und dafür brauchen wir ja Unsummen Geld. 750 Milliarden haben sie, diese Despoten, der EU jetzt erlaubt, Schulden zu machen in dieser Woche. Dafür haftet Deutschland alleine mit 148 Milliarden und kriegt fast nichts davon zurück. Aber das ist ein vernünftiger Transfer nach Italien und in andere Länder, die maßgeblich bevorzugt werden. Und wer bezahlt das? Du! Mit deinen 1,73 oder mit dem Teil, der dir gehört, von den 1,73 Billionen auf deutschen Banken. Und sie werden noch ganz andere Instrumente aus ihrem Folterköfferchen packen. Es wird mit tödlicher Sicherheit einen Lastenausgleich geben. Das heißt, wenn du in einer nicht abgezahlten Immobilie lebst und wohnst, dann wirst du dort eine Grundschuld eingetragen bekommen im Rahmen dieses Lastenausgleiches. Irgendeinen Prozentsatz des Wertes deiner Immobilie, sagen wir mal 200.000 ist die Immobilie wert, dann werden dir vermutlich, sagen wir mal 30% eingetragen, dann hast du auf einmal 60.000 Euro mehr Schulden, die du dann großzügig zum Beispiel über 20 Jahre abzahlen darfst, dann hast du jedes Jahr nochmal 3.000 Euro auf der Uhr oder 250 Euro jeden Monat, weil du in diesem genialen Land lebst, das, ja, den Bürgern gern das Geld wegnimmt. Und das ist nicht alles. Ich habe auch ein Video gemacht zum Thema Lebensversicherungen vor einem Dreivierteljahr oder so. Die Lebensversicherungen werden wegbrechen. Hol dein Geld aus der Lebensversicherung jetzt raus. Geld in Lebensversicherungen zu haben, ist die mit Abstand dümmste Form, sein Geld aufzuheben. Weil die Lebensversicherungen werden alle zusammenbrechen und der Staat hat wirklich Folterinstrumente für diejenigen, die Lebensversicherungen haben. Nicht nur, dass deine Lebensversicherungen dann an die Leistungsfähigkeit des Versicherers angepasst werden dürfen. Das heißt, du hast beispielsweise eine 100.000er Lebensversicherung, die wird dann einfach auf 10.000 korrigiert. Nein, du kannst noch nicht mal kündigen und musst deinen Beitrag bis zum Ablauf weiterzahlen oder kriegst von den 10.000 dann nur noch einen Bruchteil ausgezahlt, wenn du dann aussteigen würdest. Aber ob der Staat das erlaubt, das sei aufgrund oder vor dem Hintergrund der bestehenden Gesetzeslage mal ganz, ganz zurückhaltend und ganz vorsichtig bewertet. Kommen wir aber zurück zu diesen 1,73 Billionen. Diese sind ausgesprochen dämlich aufbewahrt, wenn man sie auf der Bank hat. Banken sind, sorry, wer da was anderes träumt, muss sich vielleicht selber noch ein wenig ausbilden. Banken sind eine Form des organisierten Verbrechens. Denn sie helfen nicht dir, sie helfen nur denjenigen, denen die Bank gehört und sie helfen dem Staat. Deswegen, Banken sind Datensammelstellen, Banken sind letztendlich so ziemlich das Übelste, was es auf der Welt gibt. Und deswegen sollte man mit Banken so wenig wie möglich Kontakt haben. Ich weiß, wenn du eine Hypothek hast, kommst du da jetzt nicht dran vorbei, dann musst du diese Hypothek haben, aber im Zuge eines Lastenausgleiches werden Banken auch wieder bevorteilt werden. Das heißt, deine Immobilie wird abgewertet, das Darlehen an dich wird nicht abgewertet werden, zumindest nicht im gleichen Rahmen. Also insofern sind Schulden in der jetzigen Zeit auch keine tolle Idee. Aber die dümmste Idee ist, dass du Geld in irgendeiner Form auf der Bank hast oder in irgendeiner Form in Rentenpapieren, also in Anleihen, an welchen Staat auch immer, investiert hast. Das ist Geld, was sicher ins Klo gehen wird. Oder mit absoluter Sicherheit gegen null oder ganz wenig abgewertet werden wird. Es ist nicht die Frage, ob das passiert, es ist nur die Frage, wann das passiert. Vor dem Hintergrund ist all das, was dir in den letzten 50 Jahren als gut und sicher verkauft wurde, natürlich genau das Gegenteil. Denn es gilt immer, dass wenn der Staat dieses sagt, exakt jenes gilt. Es gilt immer das Gegenteil. Wenn der Staat Ja sagt, ist es ein Nein und wenn der Staat Nein sagt, ist es ein Ja. Der Staat lügt immer. Immer. Und der Staat wird diese Krise natürlich auch noch mit exorbitanten Steuererhöhungen belohnen. Und auch das wird mit tödlicher Sicherheit unter das Motto Nachhaltigkeit und Grün und Klima gestellt werden. Und dabei werden diese wunderbaren Grünen, die dieses Land
zerstören werden und zerstören wollen, natürlich ganz vorne mitmachen. Deswegen die Steuerbelastung für diejenigen, die hart gearbeitet haben und die viel oder wenig gespart haben, wird auch fürchterlich. Es wird Vermögenssteuer kommen. Es wird faktisch eine große Umverteilung und eine große Enteignung sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Hartz-IV-Empfänger dieses Video guckst, dann bist du schick. Alles gut. Es wird alles so bleiben. Du kriegst ein bisschen weniger, aber es wird eher noch in Richtung Umverteilung, also in Erhöhung von Hartz-IV gearbeitet werden. Wenn du nicht Hartz-IV bekommst, wenn du also hart gearbeitet hast, wobei ich nicht sage, Hartz-IV-Empfänger haben nicht hart gearbeitet, aber wenn du auch heute noch hart arbeitest und der Auffassung bist, ich nehme mein Schicksal in die eigene Hand, dann nimm bitte auch jetzt dein Geld in die eigene Hand. Nimm es aus all diesen High-Risk-Investitionen heraus. Wenn du kannst und möchtest, verkauf Immobilienbesitz, denn der Immobilienmarkt muss und wird crashen. Wenn du willst und magst, und das empfehle ich noch viel dringender, trenn dich von Lebensversicherung. Jetzt. Egal. Und wenn es Entschädigung kostet, kostet Entschädigung. Das gilt auch bei Immobilien. Wenn es eine Vorfälligkeitsentschädigung für dein Darlehen braucht und du kannst es zurückzahlen, zahl es jetzt zurück, ist meine Meinung und meine Empfehlung. Und das gilt nicht nur, was ich jetzt sagte, für Lebensversicherung, das gilt nicht nur für Immobilien, das gilt auch für alle, wirklich für alle Papiere und Investments, die auch nur in Bruchteilen mit dem Staat verbunden sind. Ob das nun Anleihen sind, ob das Rentenpapiere sind, ob das Bundesschatzbriefe sind, dieser ganze Dreck, vergiss es. Verkaufe es jetzt, ist meine Meinung. Und das gilt natürlich erst recht für Sparbriefe, weil die Banken werden crashen, das hat noch keiner gesehen. Und alle Investments mit einer Bank, mit dem Finanzsystem als solchen, sind meines Erachtens hochgradig dämlich und sollten auch abgestoßen werden. Von Schuldverschreibungen bis zu Sparbriefen, alles, wirklich alles, wo eine Bank dahinter steht, alles, was eine Bank organisiert, ist Müll, ist toxisch, muss weg. Meine Meinung. Und jetzt sagst du, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Alles, was du an Euros auf der Bank hast, sollte dort nur so kurz wie möglich liegen. Du solltest es meines Erachtens von der Bank wegholen. Und wenn du sagst, ich möchte es aber auf einer Bank haben, ich brauche es verfügbar, dann besorg dir ein Eurokonto, was nicht in Deutschland liegt. Das ist schon mal ein erster kleiner Schatz. Wise.com, früher Transferwise, ist ein solches Angebot, wo dein Eurokonto in Belgien liegt. Ob das sicher ist, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Ich glaube eher nicht, aber es ist immer noch besser, als es bei einer deutschen Bank zu haben. Aber Geld auf der Bank zu haben, ist meines Erachtens eine der dümmsten Entscheidungen, die man machen kann und treffen kann. Und meines Erachtens sollte man das nicht haben. Jetzt sagst du, ja, aber was? Und ich sage dir, pack dein Geld nur in Sachwerte und da idealerweise in mobile Sachwerte. Und das ist nicht allzu viel, was es da gibt. Das sind natürlich Edelmetalle, Gold, Silber, Platin. Und die darfst du in dem wunderbaren Deutschland bis 2000 Euro noch ohne Registrierung kaufen. Wenn du mehr investierst, dann will der Staat natürlich wissen, dass du in Gold, Silber oder Platin investierst, damit es dir am Tag X wegnehmen kann. Der Staat ist doch ein ganz feiner Kerl. Es hat schon immer Goldverbote gegeben. Ob es diesmal ein Goldverbot geben wird, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Glaube ich nicht unbedingt. Aber es ist nie schlau, den Staat an deinen Transaktionen wie auch immer beteiligen zu lassen. Das heißt, ist ein bisschen unbequem, wenn du jetzt noch startest, einen Edelmetallvorrat aufzubauen, aber man sollte einen haben und dafür ist meines Erachtens Silber, was noch extrem steigen wird nach meiner Einschätzung, beim derzeitigen Kurs von ungefähr $25, zwar kein Schnäppchen mehr, es war letztes Jahr bei $15,
Also konntest du da schon gutes Geld machen. Aber es ist nach wie vor noch von dem zu erwartenden Höchststand weit entfernt. Schade wird, dass man in Deutschland natürlich auf Silber auch noch wieder Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bezahlen muss. Dieser fantastische Staat ist ja nicht gierig, der ist ja super gierig. Und insofern ist Silberkaufen in Deutschland etwas teurer. Das kannst du umgehen, wenn du es im Ausland kaufst. Das ist aber in Corona-Zeiten durchaus nicht ganz so einfach. Und für den Notfall, für dass du irgendwas verfügbar hast, womit dem du handeln und tauschen kannst, glaube ich, dass ein Silbervorrat in kleinen Einheiten eine gute Idee ist. Ansonsten kannst du natürlich auch über unterschiedlichste Formen, in unterschiedlichsten Beträgen, in unterschiedlichsten Stückelungen in physisches Gold, Silber und Platin investieren und da dir dein Geld sichern. Und ich sage bewusst physisch, bitte nicht falsch verstehen. Nicht in ETFs, nicht, also ETFs sind Versprechen auf dem Papier, dass dir am Tag X so und so viel Gold, Silber oder Platin geliefert wird. Du musst davon ausgehen, wenn der sogenannte Silver Squeeze einsetzen wird, wenn die Kurse bei den Metallen explodieren werden, und das wird vermutlich passieren, dass diese ETFs nichts wert sind. Da kriegst du dein Geld, also wenn du da jetzt 1000 Euro in einen Gold-ETF gesteckt hast, da kriegst du dein Geld ausgezahlt, weil die werden dir achselzuckend sagen, ja, wir können es uns nicht leisten, jetzt für die Kurse zu kaufen, tut uns leid, wir haben es nicht da. Diese ganzen ETFs sind nicht gedeckt, das muss man wissen. Und vor dem Hintergrund musst du wissen, dass ungefähr 98% des weltweit gehandelten Edelmetalls solcher Papierschrott sind. Da kannst du auch Euros behalten, weil du bekommst es hinterher in Euros oder Dollars oder was auch immer zurückgetauscht. Es ist wesentlich besser und wesentlich sinnvoller für dich, in physisches Gold und Silber und Platin zu investieren und das wirklich auch bei dir zu Hause zu haben. Weil dann kannst dir keiner wegnehmen. Die zweitbeste Wahl ist, es in einem sicheren Lager zu lagern. Das funktioniert auch. Aber auch da musst du bitte darauf achten, dass das Silber wirklich auf dich zugeschrieben und zugeordnet ist. Und du nicht nur ein Versprechen physischen Goldes oder Silbers erhältst, was der Anbieter dir hinterher vielleicht nicht erfüllen kann. Es gibt seriöse Anbieter, wo dir seriös Barrennummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Barrennummer 7, 8, 9, 10, 1, 3 zugeschrieben wird. Das gehört dir dann. Und das kannst du dann auch physisch in diesem Standort, in diesem Lager am Tage X gegebenenfalls abholen. Das ist dir dann am wenigsten leicht wegzunehmen. Denn in diesen verrückten Zeiten ist natürlich nichts sicher. Wenn eine Regierung ein solches Lager dann beschlagnahmen würde, ist es natürlich auch weg. Das muss einem klar sein. Und insofern kommen wir nach den Edelmetallen. Und man kann natürlich auch in andere Metalle investieren. Rhodium, Palladium, Kupfer. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber kommen wir weg von den Metallen, kommen wir zu Krypto. Krypto hat den wesentlichen Vorteil, dass es vermutlich noch weit steigen wird. Der Bitcoin hat sich vom letzten Jahr um diese Zeit 8.000 Euro auf aktuell um die 55.000 Euro entwickelt. Andere Kryptowährungen sind noch weit mehr gestiegen. Ethereum zum Beispiel, XRP und. Ich kann jetzt nicht hier auf alle Kryptowährungen eingehen, aber das ist ein Markt, wo der Staat nie rankommen wird. Und das sind endliche Ressourcen. Es gibt nur eine klar begrenzte Anzahl von Bitcoins, von Ethereums, von, sagen wir es vorsichtig, den meisten Kryptowährungen. Es gibt auch Kryptowährungen, die nicht begrenzt sind. Das muss man wissen und da muss man auch klar drauf achten. Aber nichtsdestotrotz ist Geld, was man in Krypto parkt, sicher meines Erachtens und auch hochgradig mobil. Du kannst dein Geld dir runterladen auf dein Wallet, das ist ein Stückchen, das ist ein USB-Stick, verkürzt ausgedrückt, und dann ist das Krypto bei dir. Und kein Mensch kann dieses Krypto jemals von dir wegnehmen, weil es sicher für dich
auf der Blockchain gespeichert ist. Die Blockchain ist immer die Technologie, die IT sozusagen, hinter diesen Kryptowährungen. Und meines Erachtens macht man nichts falsch, wenn man in die großen Kryptowährungen investiert. Das heißt, der Bitcoin ist aktuell um die 1 Billion wert. Also das ist ein riesiger Investmentpool von vielen, vielen Menschen, die Bitcoins halten. Ethereum ist aktuell um die 192 Milliarden wert, ist also auch nicht so ganz klein. Also wenn du in die größeren Kryptowährungen investierst, machst du vermutlich keinen Fehler. Natürlich, und das muss man ganz klar wissen, wenn du ganz schnell Sorgen hast, wenn es mal rauf und mal runter geht, dann ist Krypto für dich vielleicht nicht das Optimum. Es zählt beim Investieren auch immer die lange Sicht. Wenn du jetzt investierst und möchtest im Sommer tolle Ergebnisse sehen, kann passieren. Aber Krypto ist nach meinem Dafürhalten ein Wertspeicher, der für 5, 10, 15 Jahre anhalten wird. Und an Krypto kommen diese ganzen unsympathischen Unterdrückungssysteme und Regierungen wirklich nicht ran. Das können sie sogar verbieten. Na und? Dann müssen sie den Strom komplett ausstellen, dass man per Computer nicht mehr rankommt. Und auch dann wird es meines Erachtens Lösungen geben, weil die Menschen, die diese 1 Billion halten, die werden nicht sagen, na gut, jetzt ist Strom alle, kommen wir nicht mehr an unsere Kryptos ran, sondern es wird immer irgendwelche Lösungen geben. Deswegen halte ich Krypto für ein sehr sinnvolles Investment, weil es komplett von dem Widerlichsten, was es auf dieser Welt gibt, losgelöst ist. Nämlich dem Staat, den Regierungen. Und ich habe noch nie Regierungen geglaubt, ich habe noch nie Staaten geglaubt, ich mag Regierungen und Staaten nicht. Und deswegen halte ich Krypto für eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen Spielern Paroli zu bieten. Und last but not least, wenn wir über Sachwerte sprechen, es gibt, und jetzt kommen bestimmt viele Kommentare, da bitte ich euch auch drum, gebt eure Meinung zu Sachwerten hier drunter bitte kund, sagt, für mich ist das noch ein toller Sachwert, das noch, weil ich kann hier in diesem Video nicht einmal alle Sachwerte, die diese Welt bietet, aufzählen. Aber ein guter Sachwert und für diejenigen, die etwas mehr Geld haben, sicherlich bedenkenswert, ist immer Land. Ich sage bewusst nicht Immobilien, ich sage bewusst Land. Land wird nie seinen Wert verlieren. Land wird immer da sein. Und wenn man in Land investiert, egal in welchem Land und egal auch wo, dann wird dieses Land niemals komplett wertlos, dann wird dieses Land seinen Wert erhalten. Jetzt kann man natürlich bei Land sagen, es ist wiederum immobil. Das ist es. Und es kann Enteignungen geben, es kann Sozialismus und Kommunismus geben. Ja, in Ländern, wo man das befürchtet, ist Land eine tendenziell eher schlechte Wahl. Aber grundsätzlich ist Land in diesen Zeiten noch eine Investition. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, bevor ich zu der letzten mobilen Kategorie komme. Wobei die ist auch nicht so mobil wie Krypto, Gold und Silber und Platin. Und das sind Rohstoffe im ganz allgemeinen Sinne. Mais, Zucker, Getreide, Kohle, Kupfer, whatever. Und die werden üblicherweise über sogenannte ETFs auch wiederum getradet und gehandelt. Und da ist das Risiko, das nicht geliefert wird oder werden kann, auch gegeben, aber deutlich niedriger meines Erachtens, als es bei Gold, Silber und Platin ist, wo das Steigerungspotenzial nach oben, aber auch das Risikopotenzial nach unten wesentlich größer ist. Und vor dem Hintergrund ist jedes Investment in Rohstoffe meines Erachtens im Jahr 2021 nach wie vor ein gutes Investment. Und das kann man direkt in diese Produkte machen. Man kann sich
an Lagerbeständen beteiligen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sich an solchen Rohstoffen beteiligen kann und dann auf die entsprechenden steigenden Preise setzen. Und meines Erachtens werden Nahrungsmittel im Preis sehr stark steigen. Man kann Aktien von sehr nahrungsmittellastigen Anbietern kaufen, von letztendlich Herstellern von oder Händlern von Korn, von Getreide, von Zucker und was auch immer. Man kann in Raffinerien für Zucker, also Zuckermühlen, investieren und. Öl ist ein Rohstoff, der immer als Investment taugt, aber da muss man noch mehr Ahnung haben oder sollte man noch mehr Ahnung haben, als wenn man jetzt in lebensmittelnahe Investments hineingeht. Aber das sind Investments, die zumindest nach meiner Einschätzung niemals ganz auf Null fallen werden. Favorit im Sinne von mobil und Nummer 1 ist immer im Jahr 2021 Krypto und wirklich physisch verfügbares Edelmetall in deinem Besitz. Edelmetall hat allerdings den Nachteil, dass du es nur schwer oder gar nicht über Grenzen mitnehmen kannst. Außer du fährst durch den Wald, aber ansonsten musst du es angeben und dann bist du schon wieder gefangen. Also insofern hat Edelmetall natürlich auch ganz erhebliche Nachteile. Und das macht meines Erachtens im Jahr 2021 einen großen Vorteil und einen großen Charme von Krypto aus. Aber in diesen drei Anlageklassen, also Rohstoffe, Krypto und Edelmetalle, die ja irgendwo auch Rohstoffe sind am Ende, kann man seine Werte in diesen verrückten Zeiten am besten aufbewahren. Und um jedes Missverständnis zu vermeiden, auch all das ist mit Verlustrisiken versehen, auch all das kann am Ende gar nichts wert sein. Deswegen kannst du natürlich auch noch über andere Dinge nachdenken, die durchaus Sinn geben. Du kannst anfangen, Uhren zu sammeln, wertvolle Uhren. Die werden immer einen bestimmten Wert behalten. Du kannst anfangen, Autos und Oldtimer, wenn du Platz hast und die Möglichkeit hast, dir anzuschaffen. Die werden immer einen bestimmten Wert erhalten und behalten. Du kannst also in viele Assets investieren, die niemals ganz auf Null gehen werden. Ich kenne Leute, die investieren in Oldtimer, ich kenne Leute, die investieren in Porsche-Fahrzeuge und. Also, das, was man greifen kann, das, was kein anderer dir wegnehmen kann, das, was sich in deinem Besitz befindet, ist immer von Vorteil. Wenn dir dieses Video gefallen hat, guck bitte auch mal auf Grenzenlos Leben auf Telegram nach, da gibt es noch ganz andere Informationen. Abonnier den Newsletter und abonnier diesen Kanal. Und bevor ich ende, möchte ich eins nicht vergessen. Du kannst dir jetzt dieses Video angeguckt haben und sagen, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Meines Erachtens laufen Menschen, die mal so drüber nachdenken, in das Risiko, dass sie irgendwann mit gar nichts dastehen. Ich unterhalte mich mit einem Menschen seit 9 Monaten, habe detailliert alles erklärt und heute mitgeteilt bekommen, ja, das habe ich alles nicht gemacht, alles nicht, ja, da habe ich eine Achillesferse. So eine Achillesferse kann verdammt wehtun, wenn du den richtigen Zeitpunkt verpennst. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.